Hallo liebe Zuschauer. Mitarbeiter einer Reifenwerkstatt bemerkten ein lahmes schwarz-weißes Kätzchen, das herumblitzte. Das schüchterne, abgemagerte Baby war mit Schmutz und Maschinenöl bedeckt, vollständig mit Flöhen bedeckt. Das Baby rumpelte stark, es war klar, dass seine Pfote beschädigt war. Die Männer waren nicht ratlos, schnappten den armen Kerl und ließen ihn über Nacht in der Werkstatt. Angestellte dachten, dass jemand das Kätzchen aus dem Auto geworfen haben könnte. Am nächsten Tag kontaktierten sie das Rettungszentrum, dessen Freiwillige sich bereit erklärten, das Baby in ihre Obhut zu nehmen. Das Kätzchen war in einem schrecklichen Zustand, es litt an schwerem Untergewicht aufgrund einer durch Flöhe verursachten Anämie. Sein Vorderbein war verletzt und infiziert, und er hatte auch eine Infektion der Atemwege. Die Tierärzte hofften auf das Schlimmste, taten aber alles für das Wohl des Babys. Der Zwerg wurde zur Pflege zu einem freiwilligen Helfer geschickt, der eine intensive Behandlung für die Station begann, medizinische Bäder für Flöhe, eine ausgewogene Ernährung, Einnahme von Vitaminen und Medikamenten. Es schien, dass das Baby in den ersten Tagen glücklicher wurde. Aber nicht alles war so glatt, wie wir es gerne hätten. Wenig später entdeckten Tierärzte eine eitrige Entzündung in der Schulterwunde des Kätzchens, die sie sofort mit Antibiotika zu behandeln begannen. Ohne rechtzeitige Hilfe wäre das Kätzchen kaum alleine ausgestiegen. In den nächsten Wochen begann das Baby wirklich zu blühen, er hatte eine Menge Energie. Als die Katze alt genug war, suchten sie nach den besten Besitzern für ihn. Wir mussten nicht lange warten, das Baby namens Gotrich wurde schnell von einem freundlichen Anwohner bemerkt. Die Frau gab Gotrich ein neues Leben in ihrer Familie. Jetzt wird das Kätzchen, das in seinem zarten Alter so viel Schmerz ertragen hat, lernen, ein wirklich glückliches Haustier zu sein. Freunde, unterstütze den Kanal, indem du ihn magst und abonnierst. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Folgen.